Hallo Leute, willkommen bei diesem Planet Zoo Tutorial Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man Arterhaltungspunkte verdienen kann. Also diese Blätter hier, mit denen man Tiere kaufen kann. Und das gilt jetzt hauptsächlich für den Franchise-Modus und auch für den Herausforderungsmodus. Im Sandbox-Modus hat man ja unbegrenzt Blätter, da braucht man sich auch keine verdienen. Und im Karrieremodus ist es mal so und mal so. Und im Franchise-Modus kann es aber relativ schwierig sein, bis man mal so weit ist, sich einen Löwen leisten zu können. Nur um ein Beispiel zu nennen. Und natürlich kann man sich diese Arterhaltungspunkte beim ganz normalen Spielen in seinem Zoo verdienen. Wenn man da ein bisschen einen Schwerpunkt drauf legt, dann funktioniert das auch und es werden nach und nach immer mehr. Aber ich habe zum Beispiel jetzt in meinem ersten Franchise-Zoo, dem Streichelzoo, nur sehr wenig Arterhaltungspunkte verdienen können, weil die Tiere wegen der Besucher, die in die Gehege reingehen, immer zu gestresst sind. Und das sind auch alles Tiere, die nur wenig Geld einbringen. Also dachte ich mir, was mache ich bloß? Ich will auch mal einen Elefanten haben und einen Bären und einen Löwen eben. Und da muss ich mir irgendwie die Punkte verdienen. Und darum habe ich einen Baby-Zoo aufgemacht. So nenne ich das. Man könnte ihn auch Zucht-Zoo nennen. Und ich habe das jetzt auf Pause stehen, damit uns jetzt nicht irgendwelche gerade erwachsen werdenden, kämpfenden Grizzlies und so weiter dazwischen kommen. Momentan ist ja auch meine Grizzly-Zuchtstation dieser Zoo. Also hier außen habe ich 6 Grizzly-Gehege, weil im Moment gerade eine Grizzly-Herausforderung läuft. Aber wenn die vorbei ist, dann werde ich wo ein Grizzly-Gehege lassen und in die anderen Gehege ziehen dann andere Bären oder andere Tiere, für die so ein Gehege mit Bergen gut geeignet ist. Ja, ich erkläre vielleicht erstmal ein paar grundsätzliche Sachen und dann zeige ich euch, wie ich diesen Zoo aufgebaut habe. Was da mein Schwerpunkt war. Und man kann das natürlich anders machen, aber ja, ich zeige euch es einfach, wie ich es gemacht habe und es hat gut funktioniert. Denn inzwischen habe ich 27.000 Arterhaltungspunkte. Damit kann ich mir ganz tolle Elefanten und Löwen kaufen. Ja, es ist aber nicht so, dass ich irgendwelche Tricks auf Lage habe, mit denen man schnell und easy Zehntausende kriegt. Was ich hier gemacht habe, hat Arbeit gemacht, aber auch sehr viel Spaß. Und ich habe auch einiges bei gelernt. So, ich zeig mal kurz, worum es überhaupt geht. Denn wenn man Tiere kaufen will, ja, nehmen wir hier ruhig mal die Pandas, die will ich nachher auch als Beispiel nehmen für einen Generationswechsel. Wenn man Tiere kaufen will, zahlt man die meistens mit Arterhaltungspunkten. Das sind diese Blätter. Und die kann man verdienen, indem man Tiere in diesem Handel verkauft oder in die Freiheit entlässt. Und beim im Handel verkaufen kriegt man meistens mehr Geld als beim in die Freiheit entlassen. Und dieser Panda hier wurde nicht vom Programm gezüchtet und mir zur Verfügung gestellt, sondern ein anderer Spieler, der einen Hagrid Zoo hat, der hat diesen Panda gezüchtet und verkauft den. Das ist also richtig interaktiv. Das gilt für den Franchise-Modus, nicht für den Herausforderungsmodus, weil der ist offline. Hier haben wir auch einen mit so einem braunen Feld und einem Dollarzeichen. Das ist die Ausnahme. Manchmal wirft der Frontier Zoo, also von den Spielemachern der Zoo, wirft der auch Tiere auf den Markt. Ich nehme an, mit Zufallswerten. Der ist jetzt relativ schlecht von den Werten her und bietet das dann auch für Geld an. Das ist ganz prima, wenn man ja aus irgendeinem Grund alle Arterhaltungspunkte verjubelt hat für irgendwas oder verloren hat, weil es nicht geklappt hat, weil einem die Tiere weggestorben sind und man nicht züchten konnte oder was auch immer, dann kann man Tiere auch manchmal für Geld kaufen.
Und dafür muss man manchmal ziemlich auf der Lauer liegen. Und ich habe hier jetzt ausgewählt nur Pandas und Grizzlybären. Wenn man hier das aufmacht, kann man verschiedene Tiere anwählen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch noch Erdferkel zusätzlich mir anzeigen lassen. Hier habe ich den Grizzlybär aktiviert und ist leider nicht alphabetisch sortiert, sondern ich glaube im englischen Alphabet ist es sortiert. Da kann man dann ungefähr sich denken, okay, wenn ich den kleinen Panda nicht bei K finde, finde ich ihn vielleicht irgendwo in der Nähe von P oder so. Oder was halt auch immer der englische Name für so ein Tier ist. So, jetzt filter ich das mal. Dann gucken wir, ob wir auch Erdferkel kriegen. Boah, die scheinen gerade teuer zu sein. Und man kann hier auch wählen, ob man nur Männchen oder Weibchen, wie alt die sein soll, kann man sortieren. Wie attraktiv die sein sollen. Attraktivität ist auch gut. Aber wenn man ganz neu ist im Spiel, kann man sich nicht viel Attraktivität leisten. Hier sieht man, wie viele Minuten das noch auf dem Markt ist. Jedes Tier, das auf den Markt geworfen wird, ist für eine Stunde auf dem Markt. Und wenn die ganz neu sind, steht da meistens 59 Minuten. Und wenn hier jetzt steht, bei einem Panda, der schon 10,5 Jahre alt ist, das ist für einen Panda schon ein mittelhohes Alter, nicht mehr lange bis zur Rente. Und der ist noch 7 Minuten verfügbar, dann weiß man, okay, 53 Minuten ist der schon auf dem Markt und keiner hat ihn gekauft. Das scheint kein gutes Tier zu sein. Gucken wir mal. Da. Der hat vom Fruchtbarkeitsgen her nur 17% und 0% Immunitätsgen. Also die Nachkommen von dem werden wahrscheinlich häufig krank werden. Und er ist auch nicht sehr groß. Also beziehungsweise die Gene, die er weitergibt, sind nicht besonders groß. Und selbst mit der Langlebigkeit sieht es auch nicht so prickelnd aus. Und hier ist noch ein Hinweis. Dieses Tier hat eine sehr niedrige Fruchtbarkeit und eignet sich möglicherweise nicht sehr für die Zucht. Danke, Planet Zumacher, dass sie diesen Hinweis hier drin haben, denn das erinnert einen nochmal, warte mal, den sollte ich vielleicht nicht kaufen. Wenn ich so ein Tier züchte, das werfe ich gar nicht hier auf den Markt, sondern das entlasse ich gleich in die Freiheit, weil ich finde es eine Zumutung für die anderen Spieler, dass, ja, wer unerfahren ist, kauft sich so ein Tier womöglich und ist dann ganz unglücklich mit dem. So, wir wollten aber Erdferkel suchen. Weiter geht's. Gucken wir mal. Die scheint ziemlich teuer zu sein, die Erdferkel. Dann müssen wir hier die kleinen Panda mal rausschmeißen. So, möglicherweise müssen wir auch die Grizzlies noch rausschmeißen. Da sind jetzt Erdferkel. Jetzt hat der Frontier Zoo sich erbarmt und hat uns Erdferkel für Geld angeboten. Und das erste Erdferkel für Arterhaltungspunkte kostet schon 385. Ja, dieses hier ist auch eine Umgebung, die einen wesentlichen Teil ausmacht, wenn man so ein Zuchtzoo, so ein Babyzoo macht. Weil die Tiere sterben ja immer wieder, die Elterntiere, und man muss auf Inzucht verzichten. Sonst werden die Nachkommen unfruchtbar oder immer zu krank. Und ich bemühe mich auch, ohne Inzucht auszukommen. Und darum muss man dann immer wieder Tiere nachkaufen. Ja, und dann sitze ich manchmal hier so und aktualisiere. Diese Erdferkel wurden schon verkauft, ratzfatz weg. Auch die Erdferkeldame für 385 ist schon weg. Jetzt haben wir hier einen Erdferkel für 405. Und eins für 445. Das sind so passable Werte. Und ich bemühe mich bei meinen Züchtungen so in diesem Bereich und besser zu sein mit meinen Tieren. Also ich züchte keine Hochleistungs-Luxustiere, wo alles hier
In 100% ist das passiert nur manchmal mit Glück, aber so ist ganz okay, damit kann man leben. Und die verkaufe ich auch preiswert, einfach um fair zu sein bei der Sache. So, na, ich denke mal, das brauche ich jetzt hier nicht weiter rausschmeißen. Also die Erdferkel werde ich dann später hier rausmachen und die kleinen Pandas wieder reinmachen. Das machen wir aber später. Hier habe ich meine, hier drunter, die Tieraufbewahrung. Da bewahre ich Tiere auf, die ich entweder hier aus meinem Zoo gerade rausgeholt habe, weil sie frisch erwachsen sind und sie werden jetzt verkauft, oder welche, die ich als Nachschub für die Zucht schon mal eingekauft habe. Das Schöne ist, hier im Handelszentrum in der Tieraufbewahrung altern die Tiere nicht. Das ist sehr praktisch. Ich kann also, wenn jetzt ein günstiger Grizzlybär hier auf dem Markt ist, also zurzeit muss man bei den Grizzlies auch schon mit sowas zufrieden sein oft, weil da werden sehr viele Unfruchtbare auf den Markt geworfen. Also wenn ein preiswertes Tier im Angebot ist, dann kaufe ich das und heb das auf, bis mir ein Elternpaar gestorben ist und ich dann zum Beispiel sie brauche, um mit einem Sohn oder so dann ein neues Zuchtpaar zu machen. Darum habe ich hier jetzt so viele Grizzlybären. Normalerweise wäre das abwechslungsreicher. Hier habe ich auch noch einen kleinen Panda. Das ist eine Tochter gewesen von meinem ursprünglichen Zuchtpaar. Die hat mir so gut gefallen, die will ich behalten, um das Nachfolgepaar zu machen. Und der hier, den habe ich mal eingekauft. Das erkenne ich daran, dass hier Handelszentrum ist. Der wartet darauf, dass das alte Zuchtpaar gestorben ist und ich eine Tochter dann mit dem verbandeln kann. Ja, das gilt hier auch für die Giraffe. Welches Tier will ich denn jetzt mal verkaufen? Damit ich euch das zeigen kann, wie das geht. Ah, das zeige ich euch dann später, wenn wir bei den Pandas angekommen sind, wie ich das dann in der Praxis verkaufe. So, was ich euch jetzt erstmal zeigen will, ist, wie ich den Zoo aufgebaut habe, ganz am Anfang, weil der war mal ganz anders. So, ich hoffe, dass das jetzt technisch sofort klappt. So. Ja, es müsste jetzt eigentlich funktionieren. Das ist jetzt ein Speedbuild und das ist jetzt schon einige Tage her. Ich hatte nur sehr wenig von den Arterhaltungspunkten und ich habe einen neuen Zoo gemacht. Da hat man natürlich auch wenig Geld. Ich muss in so einem neuen Zoo dann natürlich auch wieder Geld verdienen. Das heißt, ich habe die gleichen Arbeitsbedingungen wie in einem ganz normalen Zoo. Und ich habe hier erstmal mit Holzzäunen angefangen, weil mir die eigentlich besser gefallen. Und bin jetzt aber auf die Steinzäune umgestiegen, weil die nicht so oft kaputt gehen wie die Holzzäune. Und dann habe ich auch sehr billige Hütten gemacht, einfach nur mit Dachbrettern. Die Tiere sind damit zufrieden. Und meine Ethik hinter diesem Brutzoo ist: Ich mache es so, dass die Tiere optimal zufrieden sind. Es wird also geforscht, die kriegen so viele Spielzeuge, wie sie brauchen, viel Platz im Gehege und all ihre Bedingungen, die sie gerne haben. Hier habe ich übrigens mit Hyänen angefangen. Und die meisten kriegen auch einen kleinen Teich, weil die meisten Tiere das mögen. Und Spendendosen habe ich aufgestellt, um den Zoo zu unterhalten, damit ich überhaupt weiterbauen kann. Aber ansonsten ist das kein Zoo für die Gäste und auch kein Zoo, um Let's Play-Zuschauern, also euch, zu zeigen, hey, guck mal, wie toll ich ein Gehege bauen kann. Dafür habe ich meine anderen Let's Plays, wo ich die Gehege so schön baue, wie ich es hinkriege und die mehr so fürs Auge sind. Und hier lege ich einfach nur Wert drauf, sind die Tiere glücklich und zufrieden oder nicht. Und den Rest mache ich einfach, billig und schnell.
Zumindest am Anfang. Inzwischen ist das eine andere Sache. Ja, ich kann die Gehege jetzt mit mehr Aufwand bauen, weil ich habe Geld wie Heu. Und manchmal, da läuft das auch einfach und dann habe ich mal Zeit, um eine Ecke schöner zu machen oder so. So, hier ist jetzt schon das zweite Tier am Werk. Und zwar waren das, glaube ich, zuerst afrikanische Wildhunde. Und das sind jetzt beides Tiere, die ziemlich schnell Kinder kriegen und mit denen man nicht viel verdienen kann pro Tier. Aber die kriegen halt ein Tier nach dem anderen und man kann dann, ja, Kleinvieh macht auch mistmäßig sein Geld verdienen. Seine Arterhaltungspunkte. Und das Schöne ist, dass halt der Einstieg günstig ist. Ich habe die meisten Zuchttiere auch erstmal für Geld gekauft. Ja, habe ich dann halt gewartet, bis es diese Angebote gab. Und ja, um zu wissen, welche Tiere für den Anfang geeignet sind, kann man in der Zoopedia gucken. Da kann ich mit euch dann auch gleich nochmal drüber gehen. Und dann sieht man, welche Tiere züchten schnell. Und dann guckt man auch noch beim Tierhandel, welche preiswert bezahlbar sind für einen Einstieg. Und mit solchen kann man dann anfangen. Und als ich dann ein paar oder viele Arterhaltungspunkte verdient hatte, konnte ich dann zu mittelteuren Tieren wechseln. Und inzwischen bin ich bei den teureren angekommen. Die Hyänen und Wildhunde mussten längst ausziehen. Und hier habe ich jetzt ein großes Gehege für Savannentiere. Und ich weiß gar nicht mehr, mit welchen Tieren ich da angefangen habe, aber mit billigen. Und inzwischen habe ich da als Haupttiere Giraffen drin. Auf die musste ich lange hinarbeiten, bis ich mir die Giraffen leisten konnte. Und man sieht, alles einfache Gehege. Ja, aber halt mehr als groß genug. Und mit allem drin, was die Tiere gerne mögen. So. Zu dem Zeitpunkt hatte ich immer noch sehr wenig Arterhaltungspunkte und auch noch nicht viel Geld. Darum mit billigen Mitteln einen zaubern sozusagen. Und mir war aber schon klar, hier werden viele Tiere leben, darum muss das Gehege riesig sein. Jo, hier sieht man jetzt, Zebras hatte ich am Anfang, genau. Wie ich hier gucke und meine Tiere einkaufe, da habe ich Glück gehabt, hier habe ich was für Geld kaufen können. Und dann gucke ich hier noch in der Zoopedia nach. Also Zoopedia gucken ist immer wichtig, um zu sehen, wie lange brauchen sie, bis sie erwachsen sind, wie oft kriegen sie Kinder, wie lange leben sie. Und dann guckt man beim Handel und sieht, okay, mit dem Zebra kann man nur 10 Blätter verdienen, aber die Züchtung ist einfach. Jo. Hier wird das jetzt eingerichtet. Das Schöne ist, dass man, wenn man jetzt sich nur am Wohl der Tiere orientiert und nicht einen optischen Hochgenuss kreieren will, dann ist so ein Gehege relativ schnell aufgebaut. So. Und die Spendendosen und Infodinger immer schön hin, weil die Gäste sollen auch so weit zufrieden sein. Aber das ist halt nicht der Schwerpunkt dieses Zoos. Jo, die dürfen mir sozusagen beim Tierezüchten zugucken. Ja, da sind jetzt hier schon Wildhundbabys gekommen. Und hier haben wir auch schon ein Hyänenbaby. Und dann muss man halt abwarten, bis die groß werden. Und wenn die ausgewachsen sind, dann kann man sie verkaufen. Und was man nicht machen sollte, ist beispielsweise dann die mit den ausgewachsenen Geschwistern züchten. Denn das ist dann Inzucht. Darum behalte ich da von den Kindern immer höchstens eins.
für einen Generationswechsel und kaufe dann ein neues dazu. Und ja, dieser Franchise-Markt, der ist manchmal sehr überhitzt. Also manchmal sind die Preise einfach der nackte Wahnsinn. Und man kriegt wirklich miese Tiere angeboten. Und manchmal ist er ganz in Ordnung und dann kriegt man halt, ja, bei den billigen Tieren haben die auch schlechtere Werte und die mit besseren Werten sind teurer, aber es ist angemessen. Ich weiß noch nicht so ganz, ob es vom Wochentag oder von der Tageszeit abhängt. Und wenn so eine Herausforderung ist, dann sind die Preise natürlich immer besonders teuer. Und momentan ist ja Grizzly-Herausforderung. Am Anfang sind die Preise ganz schnell explodiert und dann wurden sie günstiger, denn man sollte die Grizzlies nicht in die freie Natur entlassen, sondern nur züchten. Das heißt, ganz viele Grizzlies werden auch auf den Markt geworfen und darum sind die Preise nur leicht überteuert. Und ja, ich möchte ja schon für mich Arterhaltungspunkte verdienen, aber ich will auch faire Preise machen und darum nehme ich normalerweise den Preis für meine Tiere, der vom Spiel vorgeschlagen wird. Und wenn aber gerade so ein, ja, eine Tierart besonders gefragt ist und da die extremen Wucherpreise sind, dann schlage ich auf den vorgeschlagenen Preis mal ein bisschen was drauf. Und dann sind die Tiere meistens so gefragt, dass sie mir förmlich aus den Händen gerissen werden. Und weil die halt dann schon praktisch die billigsten auf dem Markt sind. Und ich habe trotzdem einen kleinen Aufpreis über den Standardpreis gekriegt. Das ist mir irgendwie ein Anliegen, dass ich gegenüber anderen Spielern fair bin, also auch nur ordentliche Tiere auf den Markt werfe. Und wenn jetzt, ja, ein Tier schon sehr alt ist oder so, dann entlasse ich das entweder in die Freiheit, wenn man es noch verkaufen könnte, aber es, ich denke mir, nee, das ist eigentlich schon zu alt, das kann man niemand zumuten. Oder es wird dann halt ins Altersheim geschickt und da muss man ein bisschen was dafür zahlen. So. Was treibe ich hier denn gerade? Da gucke ich meine Hyänen an, ob es denen gut geht. Und hier habe ich jetzt die Forschung abgeschlossen und kann denen mehr Spielsachen zur Verfügung stellen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, so ein Brutzoo ist was, ja, wo die armen Tiere in lieblosen Gehegen abgestellt sind und man kümmert sich nicht um die, dann klappt das so leider nicht oder glücklicherweise nicht. Die Tiere wären unglücklich und würden keine Babys produzieren. Und ich finde, auch wenn das nur Pixel sind, die Tiere, möchte ich die Tiere gut behandeln. Und darum mache ich es denen halt so gut, wie es geht, mit all den Spielsachen, die sie sich wünschen. Und ja, kümmere mich gut um die. So, der Speed-Teil ist jetzt vorbei. Jetzt sind wir hier wieder in der Echtzeit angekommen. Und am Beispiel der Pandas, die leben jetzt hier, wo die kleinen Pandas, muss ich genauer gesagt dazu sagen, die leben dort, wo die Hyänen mal gelebt haben. Und die sind jetzt nicht lukrativ, die Pandas. Die sind relativ billig, aber die sind so niedlich. Ich wollte die unbedingt mal haben. Vorher hatte ich hier Geparden drin, ziemlich lange. Irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr auf die Geparden und dachte, jetzt will ich endlich mal die kleinen Pandas züchten. Dann gucken wir mal, wo die sich hier rumtummeln. Da sind sie. Da sind sie. Können wir denen beim Essen zugucken. So. Die niedlichen. Jetzt lassen wir das mal laufen. Finde ich echt allerliebst.
So, oh, wie er sich hinstellt. Huch! Jetzt habe ich diesen schicken Moment verpasst. Ja, und jetzt gucken wir mal. Das ist hier Chang Chang, unsere Seniorin. Also noch nicht ganz Seniorin, aber ihr Partner ist schon gestorben. Und die Kinder... Suche ich mal. Die sind inzwischen ausgewachsen, ja. Und ich habe ihn jetzt erstmal auf Verhütungsmittel gesetzt, damit er nicht, während ich euch das zeige, seine Mutter womöglich schwängert. Der wird dann verkauft. Und zwar, normalerweise gucke ich nur ab und zu mal, wenn ich so Lust habe, dann gucke ich hier so nach den Tieren und suche die dann so. Ich bin sehr viel in dem Bereich hier Zoo und dann Tiere. Da gehe ich die Listen durch, um eine Übersicht zu kriegen und so. Und jetzt haben wir hier halt sehr viele Grizzlies. Die ignorieren wir jetzt einfach mal. Gucken wir mal, was wir an kleinen Pandas hier haben. Da haben wir die Mutter, die ist 9,6 Jahre alt und hier sieht man, die ist schon Seniorin. Also mit der können wir leider nicht weiter züchten. Und dann haben wir hier die kleinen Pandas, die kleinen Pandas, die gerade frisch ausgewachsen sind. Und die will ich jetzt verkaufen. Dann klicke ich die hier an und sage zum Handelszentrum schicken. So. Und ich denke mal, ich schicke auch die Mutter zum Handelszentrum. Ja. Das ist zwar jetzt schade, dass ich die jetzt auch wegschicke. Aber ja, so ist das Leben. Die kommt jetzt sozusagen in ein Altersheim. Vielleicht mache ich später in eine andere Ecke vom Zoo nochmal einen Zusatzzoo sozusagen als Altersheim. Weil die wollen nur zu zweit sein, die kleinen Pandas. Und eine alte Mutter wollen die nicht im Gehege haben. Ich könnte jetzt natürlich auch abwarten, bis sie gestorben ist und erst dann die neue Generation machen. Es ist dann aber auch traurig, wenn man auf den Tod wartet. Wir haben jetzt hier also unsere Alte. 9,7 Jahre alt. Oh, und die ist noch so jung, dass ich sie noch verkaufen könnte. Viele würden die auch noch verkaufen. Und wenn einer die dann kauft, dann ist er ganz enttäuscht, dass er eine viel zu alte gekauft hat. Und ja, was ich in dem Fall mache, ist freilassen. Das würde ich natürlich in echt nicht machen. Also im echten Leben. Fände ich das unethisch, ein Tier, das sein Leben lang in Gefangenschaft gelebt hat, plötzlich dann als Senior in die Freiheit zu entlassen, geht gar nicht. Aber jetzt im Rahmen des Spiels geht das schon, weil es ist ja ein Spiel. Das Tier wird dann einfach aus dem Spiel genommen. Hier haben wir Uschi und Uschi ist jetzt ja gerade ausgewachsen. Die will ich verkaufen. Habe ich hier drauf geklickt und dann kann ich hier nochmal gucken, was hat die so für Gene. Eigentlich ganz ordentlich, ist ein gutes Tier. Und jetzt klicke ich hier auf Handeln. Und ich könnte jetzt hier den Preis verändern. Entweder markieren und überschreiben oder hier rauf oder runter. Ich bleibe mal bei dem Preis, weil die vorgeschlagenen Preise berücksichtigen meistens so den gängigen Preis von den Tieren und die Gene, die so ein Tier hat. Und das hier ist jetzt ein Premium-kleiner Panda. Okay, also wird gehandelt. Und jetzt steht hier eine Stunde, eine Minute. Und ja, wenn es gut läuft, wird der Panda in der... Oh, jetzt muss ich hier kurz stoppen. Weil hier steht Kämpfe um Alpha-Status bei den westafrikanischen Löwen. Da müssen wir uns dann gleich auch drum kümmern. Das ist ein Thema, was ständig passiert.
daran erkennt man oft auch, dass Tiere erwachsen geworden sind. Aber wir machen jetzt erstmal die Pandas fertig. Also, ja, innerhalb von einer Stunde sollte die verkauft sein. Wenn nicht, kann ich mir entweder überlegen, ob ich mit dem Preis runtergehe oder sie in die Freiheit entlasse. Und hier steht Alam behalten. Das habe ich hingeschrieben, den Namen, als die noch im Gehege war, damit ich mir merke, dass ich die behalten will, als für die Nachfolgegeneration. Jetzt blätter ich mal weiter. Das hier ist ihr Bruder, und der eben gerade erwachsen geworden ist. Und der ist offenbar kein so ein tolles Premium-Tier, wird hier 93 vorgeschlagen. Ich könnte ihn auch für Geld verkaufen oder in die Freiheit entlassen. Da kriege ich dann weniger. Aber ich handle den mal für 93. So. Und jetzt gucken wir hier nach Alam behalten. Die ist auch mal gerade erst erwachsen geworden. Und dann habe ich sie im Handelszentrum aufbewahrt, damit sie nicht weiter altert. Jetzt kaufen wir ihr einen Partner. So, da kommen jetzt die Erdferkel raus und die kleinen Pandas wieder rein. Okay. Such. Da ist der kleine Panda. Jetzt hoffen wir, dass wir was, ein brauchbares Männchen finden. Nehme ich den. Immunitätsgen 0 ist jetzt nicht so ganz toll. Aber Fruchtbarkeit 0 ist noch viel, viel schlimmer. Ich glaube, ich nehme den. Wie alt ist der? 11 Jahre. Hier, da ist es jetzt passiert. Passiert mir ganz oft beim Kaufen. Ich konzentriere mich auf die Gene, wie viel er kostet und so, und übersehe dann, dass der schon uralt ist. Das ist jetzt ein Fall von Frechheit, würde ich sagen. Das würde ich mich nicht trauen. Erstens mal ist der schon zu alt und zweitens mal, ja gut, wenn er jetzt ein junger Panda wäre, dann wäre dieser Preis gerechtfertigt, auch mit Immunitätsgen 0%. Da müssen wir jetzt weiter gucken. Machen wir mal Liste aktualisieren. Das ist jetzt ein bisschen Glückssache, ob wir einen finden. Eventuell muss ich jetzt ein bisschen höher gehen mit dem Bezahlen, als ich das normalerweise machen würde. Hier, lauter unfruchtbare Tiere. So, hier, der ist gut. Wie alt? 1,5 Jahre. Wunderbar. Uff, erfolgreich. So, was habe ich jetzt gemacht in der Eile? Man muss dann schnell sein, wenn man sich für ein Tier entscheidet. Ich zeige es hier nochmal, aber den kaufe ich nicht. Wenn ich mich für ein Tier entschieden habe, klickt man hier auf Aufnehmen. Und wenn man Glück hat, klappt's. Und wenn man Pech hat, klappt's nicht, weil schon ein anderer den weggekauft hat. So, da habe ich jetzt ganz ordentlich was für bezahlt, für den. Aber ich wollte euch das jetzt ja auch zeigen. Wahrscheinlich hätte ich normalerweise noch ein paar Minuten länger gewartet und gehofft, dass ich so einen noch preiswerter kriege. So, den verlege ich jetzt hier in dieses Gehege. Und dann haben wir ja auch noch unsere Dame Alam behalten. Die verlege ich auch in das Gehege. Dann gucken wir auch gerade mal, ob die anderen schon verkauft sind. Sie ist nicht verkauft, die Uschi. Und der andere ist schon verkauft, weil das ist jetzt der, den ich neu gekauft habe. Glaube ich. Ja, und der wird hier noch angezeigt, weil ich jetzt hier im Stopp-Modus bin. Wir springen jetzt mal kurz zu den westafrikanischen Löwen. Und das ist auch typisch für das Züchten, überhaupt für Planet Zoo spielen. Aber wenn man einen Schwerpunkt auf das Züchten legt, passiert das ständig. Man muss dann also von dem, was man gerade tut, muss man abbrechen und das Spiel stoppen.
weil sonst verletzen sich die Tiere teilweise sehr stark gegenseitig. Im Gehege 6 sind nämlich Kämpfe um den Alpha-Status bei den Löwen. So, hier kommt man jetzt nur zum Gehege. Den Kampf kriegen wir gar nicht gezeigt. Leute, wo kämpft ihr? Oder ist das nur Theorie? Doch, 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 da kämpfen sie. Ja, mein lieber Scholli. Da sind sie aber fleißig am Kämpfen. Aber das sieht doch beeindruckend aus. So. Na. Jawohl. Ich meine, da kriegt man wenigstens was geboten. Ich würde es ja laufen lassen, weil es interessant ist, aber das will ich den Tieren nicht zumuten. Ich will ja auch keine verletzten Tiere verkaufen. Darum gucke ich jetzt hier bei Zoo und Tieren und suche jetzt mal meine Löwen raus. So, die sind wahrscheinlich ganz hinten. Gut. Oh, wow. Hier müssen wir auch einen Generationswechsel machen. Den machen wir aber nicht in dem Video, weil Olufemi ist schon ganz schön alt geworden. Und hier, Anuru, hatte ich auch mal behalten genannt, aber die ist jetzt auch schon relativ alt. Das hier sind die neuen, Aswad. Jetzt gucke ich, ob ich von denen jemanden einen nehmen will für die Folgegeneration. Also Aswad ist so, naja. Ah, und hier habe ich schon Ulubayo, die habe ich bei der Geburt schon markiert für behalten. Man kann übrigens hier oben die Namen ändern. Und ja, das ist eine einfache Möglichkeit, sich da eine kleine Notiz zuzumachen. Gut, mit Olubayu will ich weiter züchten. Die tue ich jetzt aber trotzdem. Ja, was mache ich da? Nee, die lasse ich hier im Gehege. Und die Mutter lasse ich auch noch im Gehege und kaufe für die beiden einen neuen Mann. Und die beiden Männer, die tue ich ins Handelszentrum. So, Handelszentrum, jawohl. Dann kann ich es jetzt auch wieder laufen lassen. So. Hier seht ihr auch, das ist immer noch Oll. Das werde ich bei Gelegenheit mal schöner bauen, weil ich habe jetzt ja sehr viel Geld, 2,6 Millionen. Dann kann ich mir das leisten. Und ich dachte mir, da kann ich dann ein Tutorial-Video zu machen übers Bauen. Darum habe ich das absichtlich auch gelassen. Jetzt gucken wir erstmal, wo die neuen Pandas sind. Ich glaube, die sind gerade gebracht worden. Ja. Da ist der kleine Panda. Super gut. Wunderbar angekommen. Zufrieden. Ja, zufrieden. Und sie auch. Prima. Dann können wir die jetzt auch umbenennen. Da kann man das Behalten wieder wegmachen. Weil das war ja nur, solange ich die im Handelszentrum oder so rumlungern habe. Gut. Jetzt machen wir das mit den Löwen gerade auch nochmal. Denn das ist ein sehr gutes, typisches Beispiel. Hier, Uschi ist immer noch nicht verkauft. Und hier haben wir jetzt die Löwen. Da wollte ich jetzt den Senior. Den könnte ich noch verkaufen. Der hat auch gute Werte. Aber den lasse ich frei. Um die anderen Spieler nicht zu verwirren. So. Und die Folge ist natürlich, dass ich jetzt nicht so rasend schnell meine Blätter verdiene. Aber mir ist es schnell genug und ich habe dabei dann wenigstens ein gutes Gefühl. Ah, ich habe hier schon einen Löwen für die, wie heißt sie, Olufemi? Nee, den habe ich gerade verkauft. Also für die junge Dame habe ich schon einen Löwen gekauft vor einer Weile. Und das kann ich daran erkennen, dass hier Handelszentrum steht. Das heißt, dieser Löwe ist nicht in meinem Zoo geboren. Aswad ist in meinem Zoo geboren, das sehe ich an Tana Baby Zoo. Den verkaufe ich jetzt erstmal.
Wenn ich Glück habe, kriege ich dafür diesen hohen Preis. Aber die Löwen gehen zu dem hohen Preis oft nicht weg. Dann mache ich es halt einfach nochmal. Mal gucken, wenn ich hier nochmal draufklicke. Ich breche es mal ab. Da sieht man es. 400 kriege ich immerhin, wenn ich ihn freilasse. Aber ich könnte es dann auch zum Beispiel für 600 versuchen, wenn der in der Stunde nicht verkauft wird. Also, handeln. Fehlgeschlagen. Verbindung fehlgeschlagen. Passiert öfter mal. Probiere ich einfach nochmal. So, jetzt hat's geklappt. Und den Arcani, den ich für meine Löwinnen vorgesehen habe, den verlege ich jetzt in das Löwengehege. So, natürlich bloß nicht ins falsche Gehege. So, hier haben wir das Löwengehege. Gucken wir nochmal. Da läuft die Löwin rum. Ja. Und der hat jetzt bis auf weiteres zwei Partnerinnen. Nämlich die bisherige Mutter. Die war halt, ja, das ist die bisherige Mutter. Die war jünger als der männliche Löwe, ihr Partner. Mal gucken, ob man hier noch was sieht. Naja, der ist noch nicht... Ah, jetzt ist er gerade gekommen. Jetzt sind sie zufrieden mit der Population. Und die Löwen haben das gerne, wenn mehrere Weibchen drin sind. Und das hier ist die Tochter. Die habe ich jetzt als Hauptfrau ausgesucht. Aber das kann natürlich sein, dass erstmal sie die Chefin im Ring bleibt. Das ist aber bei den Löwinnen völlig in Ordnung. Und die kriegen dann oft auch beide Kinder und dann hat man üppig Nachwuchs. Die sind dann sehr lukrativ. Und hier ist jetzt er. Er sondiert jetzt mal die Situation. Ja, ich denke, ich habe euch jetzt das Wesentliche zu meinem Zuchtzoo gezeigt und wie man schöne Arterhaltungspunkte verdienen kann. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!